Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Juna hat heute Geburtstag. Sie ist einfach ein Jahr alt. Also noch nicht ganz genau. Noch lag ich in den Wehen. Vor 24 Stunden. Vor einem Jahr. Aber ja, sie ist einfach kein Baby mehr jetzt. Ich habe jetzt hier gerade schon im Hintergrund das Cake Smash Shooting aufgebaut. Und in diesem Vlog geht es nämlich auch darum, dass ich eben das Cake Smash Shooting mit June mache. Das habe ich ja bei dir damals auch selber gemacht. Und wieso auch nicht? Ich habe ja die Mittel, ich habe die Fähigkeit, das zu machen. Und deswegen machen wir das jetzt mit euch zusammen. Ich hoffe ja echt, dass es hier noch ein bisschen heller wird. Wir haben nämlich mega schlechtes Wetter und dementsprechend auch, es ist hier mega dunkel überall, wie ihr seht. Also echt nicht so schön. Genau, hier ist also die Kulisse. Tada, hier habe ich das aufgebaut. Der Hintergrund ist derselbe wie bei Lia damals bei dem Shooting. Ich finde das auch richtig schön. Es sieht richtig gemütlich aus. Und dann habe ich jetzt auch relativ, also die Kiste hatten wir bei Lia damals auch. Das habe ich jetzt gestern in dem YouTube-Video, ich habe das extra nochmal geguckt, habe ich das gesehen und fand das echt perfekt wieder. Da können die Kinder super drauf sitzen. Echt eine tolle Box. Dann habe ich hier Junes Decke hingetan, womit sie als Baby immer zugedeckt war. Also damit verbinden wir sehr viel mit June. Ihr Schäfchen. Ich weiß noch nicht, ob das hier bleibt. Das sieht irgendwie so vollgestopft aus jetzt. Und so eine kleine Laterne und hier eben die 1 und die Girlande hier. Ein paar Luftballons von dem gleichen Farbschema, wie ihre Party sein wird. Genau, ich kann euch auch mal kurz die Deko zeigen, wie das so, wie wir uns das so gedacht haben, was wir alles bestellt haben für den Geburtstag. Jetzt, ich hoffe, das hier mal alles zusammen kurz. Also, es wird halt so eine Schafsparty, aber es gibt zum Thema Schaf echt fast überhaupt nichts für einen Kindergeburtstag. Nur Bauernhof oder sowas, aber nicht wirklich speziell jetzt Schaf. Aber ich zeige euch das einfach mal, was ich gefunden habe. So, also, das hier ist das Tellerset. Gold-Weiß mit Happy Birthday drauf. Nichts Spezielles, genau. Das haben wir gewählt, denn das hier sind die Luftballons und da sind immer so Luftballons dabei, die halt durchsichtig sind mit so Konfetti drin, goldenes Konfetti und da passt das ja perfekt. Genau, das ist also das Farbschema ungefähr so. Dann haben wir hier noch zwei von diesen Girlanden hier. Wir haben noch eine große 1 und wir haben diese zwei Schafsluftballons. Das war das Einzige, was ich irgendwie gefunden habe zum Thema Schaf. Habe ich auch direkt zwei mitgenommen. Also echt nicht so viel. Was ich mir jetzt noch überlegt habe, war ein Gästebuch selber zu machen hier. Ich habe so ein normales rosanes T-Shirt gekauft. Da werde ich dann was drauf plotten und dann können die Leute darauf unterschreiben als Gästebuch. Ja, und sonst gibt es eigentlich nicht viel mehr. Ich habe noch ein Fotobuch bestellt. Die ersten 12 Monate mit June. Das werde ich noch hinstellen, dann kann man sich das nochmal durchschauen. Wir haben auch noch ganz, ganz viel Deko, die gerade auf dem Postweg ist zu uns. Bei einem lieben Instagram-Shop bestellt, wo es halt auch so Holz ist. Also wisst ihr, was ich meine? Zeige ich euch dann auch noch, wenn das da ist. Genau. Wir feiern übrigens heute nicht. Heute machen wir nur so einen kleinen Familienausflug. Wir feiern am Wochenende. Ist natürlich besser, weil dann alle Leute Zeit haben. Und heute machen wir, wie gesagt, nur so einen Ausflug und ich wollte das Cake Smash schnell mit ihr, mit June machen. Genau, und da nehme ich euch jetzt mit. Los geht's. Ich habe nämlich echt Zeitdruck. Lia ist jetzt im Kindergarten und danach wollten wir halt schon los zum Ausflug. Also wir haben echt sehr, sehr viel Stress heute. So, hier in der Küche ist total das Chaos, aber die Torte ist fast fertig. Gestern einen Biskuitboden gebacken. Der war jetzt über Nacht im Kühlschrank, einfach ein bisschen Sahne drauf jetzt. Und hier schmilzt jetzt gerade ein bisschen Schokolade, die ich das gerne noch da drüber mache. Und das Outfit steht auch soweit. Ich werde ihr jetzt das hier anziehen. Mit diesem Schleifchen oben drüber. Genau, ist eigentlich ein echt ganz schönes Kleid. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Dann gleich.